Hallo, Minecraft-Freunde. Da bin ich wieder und baue weiter Steine ab. Jetzt kann ich euch sagen, warum mein Rechner, also warum das letzte Mal so geleckt hat, habe ich mich gerade gesehen. Also es ist quasi immer noch die gleiche Aufnahmesession. Ich habe nur, ne, wisst das ja. Und ich habe, um nochmal nachzugucken, was da genau Sache ist, bin ich schon wieder voll. Unbelievable. So, und da habe ich mich nachgeguckt und ja, es lief so ein, ja, also es ist ein Dell-Rechner und da ist so ein Dell Security-System mit drauf und das lief gerade und hat irgendwelche Updates und Sicherungsdateien erstellt und hast du nicht gesehen, so richtig übles Zeug, was richtig Leistung frisst. Das läuft normalerweise auch dann drei Stunden lang läuft das so rum. Das habe ich jetzt gerade erstmal abgebrochen und das muss dann mal später laufen, weil jetzt haben wir ja keine Zeit, hier irgendwelche Security-Sachen mit dem Laptop zu machen. Das kann er mal irgendwie nachts machen oder sowas, aber nicht, wenn ich ihn gerade hier brauche. Ich bin also wieder am Laptop und ja, das kennt man ja schon. Das ist ja schon von mir gewohnt, da muss ich ja nicht erzählen. Das ist ja nichts Neues. Was allerdings Neues, heute Morgen im Zug. Zug hält an, mitten auf der Strecke und mit der Begründung, ja, wir haben, Moment. Wir haben so ein kleines technisches Problemchen, so mit den Bremsen und so. Wir halten dann doch besser mal an, so nach dem Motto. Okay. Vernünftig, dachte ich mir so. Und ja, da standen wir so 15 Minuten vielleicht. Und dann kommt dann die Durchsage. Ja, wir haben das Problem jetzt notdürftig zusammengepflegt und können jetzt wahrscheinlich bis zum Ende der Fahrt weiterfahren. Und das war jetzt nicht gelogen. Sie haben wirklich wahrscheinlich gesagt und notdürftig zusammengepflegt. Bei einer Bremse. Im ICE. Ich wäre am liebsten ausgestiegen. Versteht ihr? Also, da ist doch schon ein bisschen ein komisches Gefühl oder so, ne? Wenn man weiß, man fährt hier mit 300 Sachen lang oder sowas. Ja, 257 war, glaube ich, das Schnellste, was wir gestern, was wir heute Morgen gemacht haben. Aber trotzdem, dann irgendwie zu wissen, ah, die haben die Bremsen so notdürftig zusammengeschickt und es wird wahrscheinlich halten bis zum Ende der Fahrt. Ja, da mache ich mir dann doch ein bisschen Sorgen. Ja. Aber die Zuggeschichten, ich könnte ja immer Arasas Zuggeschichten jetzt machen oder sowas. Habe ich ja schon erzählt, wo die gesagt haben, hier, wo ich im Zug war. Wie immer halt, ne? Und dann haben die zu uns gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, aber der Zug macht im Moment was er will mit uns. Er scheint sein eigener Herr zu sein. Ja. Also da ging es allerdings nur um die Türen, die mal auf und zu gingen. Also nicht während der Fahrt, aber ne? Ich glaube, es muss alles einen höher, ne? Ich glaube, das ist zu niedrig hier. Ich weiß es nicht. Hier habe ich keine normalen Schienen dabei, nur motorisierte. Das ist gut. Das macht ja Sinn. Wie viel habe ich denn immer gemacht? 3? Dann machen wir einfach hier so ein bisschen Platz und dann hoffe ich, dass das reicht. Ne, ich habe das anders gemacht. Ich habe es irgendwie immer nach den Fackeln ausgerichtet. Genau, das machen wir ja genauso. Ihr seht, ich lege schon die Schienen jetzt hier hoch. Es geht los. So, also wir machen hier 3 hin. Die Fackel in der Mitte. Dann lassen wir eine Fackel aus. Noch, hier müssen noch Fackeln an die Wand. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist das noch richtig? Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was machst du denn da unten? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, fertig. 1, 2, nein, nicht fertig. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auf jeden Fall mit den Zuggeschichten, ich wollte euch sagen, nochmal so, ich glaube, ich habe euch schon mal vor ewig vielen Folgen gefragt, aber erzählt mir doch mal in den Kommentaren, was sind eure lustigsten, schlimmsten, chaotischsten, merkwürdigsten Zuggeschichten sind, also was die Bahn verschuldet oder einfach nur was Lustiges, was ihr erlebt habt in deutschen Zügen. Was heißt in deutschen Zügen? Vielleicht auch in österreichischen oder in schweizerischen Zügen. Das ist mir ganz egal. Jeder darf hier was dazu beitragen. So, dalle, so, dalle. Habe ich da hinten noch, weiß ich gar nicht. Habe ich da hinten noch normale Schienen? 1, 2, ach, ich habe keine Ahnung. Ich mach einfach hier zwischendurch meine hin, ne?
Achso, die müssen wir eben unter... Die müssen wir ja mit einer Redstone Torch unterbauen. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Ja, 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 ja. Oh Gott, was ist denn da für ein Loch? Das kann ich hier nicht einsammeln, weil... Ach, Redstone Torch habe ich aber dabei. Das ist ja schon mal etwas. Was können wir hier wegschmeißen? Was brauchen wir denn nicht mehr? Wir brauchen das alles. Alles. Rohes Fleisch. Weg damit. So. Blub, blub, blub. Dann machen wir mal hier so. Dann machen wir den da drauf und dann den dahin. So, jetzt haben wir noch die normalen Schienen, die wir gerade abgearbeitet haben. Die brauchen wir nämlich auch. Okay. Das gleiche machen wir hier auch. Nicht wieder darunter reinfallen. Zack. 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 Ja, da reicht's nicht mehr. Ich würde sagen, ich so alle drei Fackeln. 1, 2, 3. Sollte reichen, hoffe ich. Wenn nicht, muss ich es hinterher nochmal verbessern. 1, 2, 3. Hallo Hundi. Wie geht's denn so? Sind Sie denn immer noch froh, dass Sie mein Hundi sind? Ist das Stinky oder Smelly? Wer weiß das? 1, 2, 3. Und was macht er hier unten? Wie ist er hier hingekommen? Vor der Aufnahme war er noch nicht. Vor dieser Aufnahme war er noch nicht unten. Ich glaube, mich ein, zack, ist er da. Kann ja wohl nicht angehen. Kann nicht machen, was er will. Wo kommen wir denn da hin? Auch nicht schlecht. Wie kriege ich die Schiene jetzt wieder? So. Plup, plup, plup. So. 1, 2, 3. Ach, ist das schön, ne? Schienenbau. Schienenbau für Insiders. Schienenbau für Reingefallene. Zack. 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 Und... Zack. 1, 2... Wir machen mal hier die Kurve so eine Dreierschiene hin. Würde ich sagen. Ich fall dann öfter rein, glaube ich. Sprich, da unten eine Fackel rein. Und hier oben die Schienen drauf. Ach, das geht nicht in der Kurve. Eine Frechheit ist das. Ist das mies. Das halt anders. Was soll's? So. 1, 2, 3 hier hin. Die Wackel von der Wand geworfen, ne? Die Fackel von der Wand geworfen, wollte ich sagen. So, machen wir eine neue hin. Jetzt habe ich die natürlich gerade nicht im Inventar so parat. Was ist das denn hier? So. Dahin. Ja, stimmt. Ja, das muss auch eben wieder angeschlossen werden. Das weiß ich noch nicht wie. Auf jeden Fall sollte das jetzt schon gehen. Hab ich eine Lore hier unten, zufällig. Muss ja irgendwie unangekommen sein. Nein, habe ich natürlich nicht. Habe ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da sind schon Steine fertig. Da placken wir neue rein. Hier einfach das Eisen da rein. Die Kohle, was auch immer. So, da haben wir auch welche. Oh, was ist das hier für ein Mischmasch? Alter, wollt ihr mich natzen oder was? So. Fertig. Was haben wir hier drin? Jede Menge Gedöns, okay. Da sind auch Schienen drin, das ist schon mal hervorragend. Die nehmen wir doch glatt mit. So, was haben wir hier noch? Ich wollte... Achso, da können wir hier dieses Eisen da rein tun. Warum habe ich jetzt eigentlich hingeguckt? Was wollte ich machen? Lore, eine Lore wollte ich bauen. Eine Lore. Die fährt mit Hannelore. Achso. Gut, jetzt. Hier hin. Abstellen. Noch nicht reinspringen. Oh nein, und Schwung geben und dann reinspringen. Okay. Ich denke, das wird reichen. Okay. Ja, das passt auf jeden Fall. Hier liegt alles mögliche rum. Da haben wir ein Steak aufgehoben und da sind wir angekommen. Okay.
Gut, das Stick schmeißen wir wieder weg. Ach, das können wir jetzt auch nicht behalten, ist egal. So, dann machen wir hier normale Schienen hin. Und hier würde ich sagen, bei jeder zweiten Fackel oder sowas, kann das sein? Eins. Dann ist das die zweite Fackel. Okay, die zweite Fackel heißt, ich muss. Ne, hab ich das letzte Mal gemacht. Hab ich das so reingegraben? Nee. Ich habe da, glaube ich, was draufgesetzt. Ich habe die Fackel, glaube ich, hier hingesetzt. Hab dann ein Redstone-Kabel da hingelegt. Habe ich natürlich jetzt nicht mehr dabei. So, habe ich dann hier zugemacht. Und da auch. Hier kommt ein Redstone-Kabel hin. Und hier kommt dann die Schiene weiter. Genauso habe ich das gemacht. Hier muss ich mir eben Redstone holen. Das gibt es natürlich oben. Hoffe ich, dass ich noch welches habe. Müsste ich eigentlich noch, ne? Kann sich noch Stunden haben, bis ich da oben angekommen bin. Ein bisschen Mario Brothers singen. Das ist immer gut, das macht Laune, das macht Spaß, das macht Fun, das ist schön. Ja, sowas hat noch keiner gesehen. Ich sollte das singen lassen, glaube ich. So, weiter. Hier oben muss natürlich noch gebaut werden, aber dann sind wir ja fast durch hier. Uiuiuiui. Müssen wir nur noch oben ankommen und alles. Oh, das wird noch ein bisschen Arbeit mit uns mit sich bringen, aber wir sind frohen Mutes. Redstone, da unten. Reicht ein Redstone-Klumpen? Was haben wir denn hier alles schon wieder dabei, ey? Das brauchen wir nicht. Ich muss mal wieder irgendwas weglegen noch. Das hilft ja nichts. Baumaterialien. Ja, einen von denen und den da hoch. Ich glaube, ich habe zu viel Kohle dabei, obwohl ich immer Kohle natürlich brauche, aber jetzt habe ich wohl doch zu viel mitgenommen. Tu mal ein bisschen was weg. Das wurde eigentlich zusammenstecken. Genau. Den Kies kann ich auch wieder wegtun. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So, jetzt Redstone hier unten hin. Das brauche ich alles da unten nicht. Also nicht so viel zumindest. Scharnitzel könnte ich noch da unten gebrauchen, damit ich. Ah, es wird Nacht. Legen wir uns erstmal schlafen, damit wir nicht so viele Viecher da unten kriegen. Oder beziehungsweise damit hier oben die Zombies die Türen einrennen. Wie das bei der letzten Nacht passiert ist. Ja. Gute Nacht. Ja, und dann gehen wir jetzt gleich wieder, wenn der nächste Tag anbricht, in die Mine. Und machen da weiter. Natürlich. Da klopft schon wieder irgendeiner an. Er wird jetzt irgendwo verbrennen und dann ist gut. Er weiß schon, wo der genau ist. Das interessiert uns auch nicht weiter, wenn ich ehrlich bin. So, interessant ist, ob wir mit der Lore dann natürlich bis oben hinkommen. Das ist das Interessante. Aber dafür müssen wir erstmal den Weg nach oben natürlich fertig bauen. Brauchen wir Erde? Naja, gut, nehmen wir mal mit. Ah, ja. Erst runter, damit wir dann schön langsam wieder hochbauen können. So muss das sein. So, da sind wir. Da kommt die Linie hin. Wo haben wir denn jetzt hier fertigen Stein? Da. Machen wir Stein drauf und dann kommt hier eine hin. Und dahinter und davor auch, habe ich gesagt, ne? Ja, perfekt. Okay. So wollen wir das machen. Nichts leichter als das. So, eine. Und bei der zweiten kommt es dann hin. Okay, das heißt, das weg, das weg, das weg. Eigentlich müssten wir gar nicht so viel wegmachen. Das dahin. Das dahin.